Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Angezockt. Ja, und zwar Star Trek Online. Ein richtig geiles Game. Und ich habe zwei tolle Begleiter dabei. Und einmal wie immer Onkel Gamer Ja, hallihallo, Hallöchen. Und ich habe auch meinen Besen für den Star-Dreck mitgebracht. Shakepee, hey! Vielleicht werden dich die Trekkies hassen dafür. Da kriegst du dich aber. Nee, Quatsch, es wird auf jeden Fall geil. Und unser Gast und auch richtig geil, weil ich mich freue, dass er mitzockt, der Hardscope. Yay! Moinsen auch an die Zuschauer von Revano und Onkel und natürlich auch an meine Zuschauer. Freut mich, dass ich mitmachen darf und freue mich auf jeden Fall auch auf dieses Angezockt mit euch beiden. Das wird episch, auf jeden Fall. Ja, und wir machen jetzt erstmal nur ein Angezockt, weil es ist ein sehr, sehr großes Game und wir schauen halt, wie es uns gefällt. Ja, und wenn es halt gut ist, dann können wir vielleicht sogar weiterzocken. Wir schauen mal, was uns so erwartet. Ich habe keine Ahnung. Es soll sehr gut sein und ja. Es ist halt ein Free-to-Play, das ist halt das Problem bei dem Spiel, ne? Also sehe ich als Problem. Ja, aber die haben sich schon Mühe gegeben. Also man soll es nicht unterschätzen, aber wir Naja, lassen uns das. einfach überraschen. Ich bin jetzt hier gerade im Hauptmenü, Charakter auswählen. Ich würde sagen, da klicken wir mal drauf, oder? Neuer Jo, kann man gerne Charakter. machen. Vier Plätze Heute wird frei. Rivano sehr Drauf. viel auch lernen, liebe Freunde. Deswegen, ja, Ja. er werdet viel seine Stimme jetzt am Anfang hören. Weil er wird uns jetzt Okay, wir alles haben hier erklären. oben. Gut, okay. Also, ich erkläre jetzt mal alles. Nee, was soll ich erklären? Wir haben hier drei Rassen, die kennt ihr ja jeder. Sternflotte, Romulaner und Klingone. Also, wer Star Trek kennt, auf jeden Fall. Und ja, bei Klingone ist auf jeden Fall schon, da muss man schon ein höheres Level haben. Romulaner weiß ich nicht, da habe ich überhaupt noch nichts von gehört. Das ist auch alles neu. Ich habe das Spiel mal vor 3 Jahren oder so, habe ich mal davon erste Mal was gehört. Und da hat sich natürlich schon einiges getan, gehe ich mal von aus. Und deswegen freue ich mich, dass wir da zocken. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal alle auf die Sternflotte. Ich find's cool. Tu Genau. mal von der Sternflotte auf die Klingone wechseln. Ach nee, scheiße, das war Ja. gerade bei mir. Weil wenn das Bild wechselt, bei mir war da gerade so ein Aufbau zum Klingone, da waren bloß die Augen und der Mund da. Das sah jetzt total lustig aus. Echt? Okay. Nicht Alles schlecht, klar. das war ein Klingföderation. Okay, also man kann ja noch wählen zwischen männlich, weiblich. Ich nehme natürlich männlich. Weil ich bin nun Dann mal hat männlich. man, ja, dann hat man hier drei Arten. Und Oh, guck zwar mal, haben der wir die dritte ist schwul. Technik. Da Oh, unten. okay. Der Bajoyaner, der ist schwul. Der hat ein riesengroßes goldenes Ohrring. Aha, ist der sexy. Ach so, der. Ja, man kann sich ja Ja, noch stimmt, auf der rechten Seite. Stimmt, ist schwul, links, ja. das ist links. Links hat er es. Aber Das stimmt. Warte. Wenn ich jetzt, das, wenn. nein, ich meine auf der linken Seite die Figuren. Ja, wir haben uns jetzt gerade. Das war wieder Ja, Communication Film. verarscht mich nicht. Guck mal, guckt euch mal wie heißt der, Quark an. Ferengi, ey, der sieht ja lustig aus. Also, Hardscope, ich habe deinen Charakter gefunden, der Der Ferengi Ferengi, sieht doch wo eher ist aus wie denn Urbano. der? Ferengi, wo ist denn der? Ich finde den gar nicht. Der Ja, ist der ich Sechste. check. Nee. Das ist mein Charakter, den behalte ich. Oh, der ist aber Ja, auch das, cool. wenn ihr runtergeht auf Oh, Tellariten, der sieht der sieht aus wie auch ein gut aus. Zwerg. Das sieht Odin. Odin, du bist mit dem Spiel. Gut. Welcher ist das? Na, der, den du gerade gesagt hast, der Ach so, Tellaraten. ja. Odin. Also hier, das ist, der hat nicht Technik oder Wissenschaft oder Taktik, der hat ja hier unten, wie heißt das, Dampfen stehen. Dann ist da seine Fähigkeiten krass. Ne, okay, was ich dazu Aber noch wen nehmt sagen ihr jetzt möchte von den ist. Figuren ganz kurz, dass wir nicht die gleichen nehmen? Ja, also ich werde, ja, da hat es natürlich, jeder hat Fähigkeiten, ne? Da musst du mal Klasseninfo anklicken. Dann siehst du ganz große Eigenschaften, Adrenalin, Junkie, Agent, zum Beispiel bin ich jetzt gerade. Ne, ich geh jetzt mal auf den Ach, also ersten. das sind die Rassen. Also es gibt hier die drei Genau, Rassen und Dings, Klassen. dann gibt es die Rassen und drüben sind die Klassen. Ja, genau, Rasseninfo. Okay, ach du Ah ja. Scheiße. Achtung. Ach du Ja. Kacke. Ja, da können wir uns jetzt zu Tode lesen, was die alles für Fähigkeiten haben. Ich bin jetzt einfach mal so, ich nehme jetzt einfach mal einen Menschen. Du nimmst einen Menschen, okay, dann nehme Ich ich. nehme gleich den Menschen, ja. Ich nehme Moment, den Ferengi. Echt? Ferengi, Ja. ding, Der ding, ding. Ferengi ist, glaube ich, ein guter Händler. Ferengi. Du verrenkst dich voll, Das, oder? oh. Ich habe irgendwie Klar. Bock auf den Saurianer. Aber Aha. irgendwie, aber auch nicht. Der Onkel Jana. Oder dieser Benze, der Oh Gott, schaut der auch sieht cool aber aus. hässlich aus. Du kannst auch einen Vulkanier nehmen, dann kann ich dich Spock nennen. Dann musst du immer sagen, das ist aber nicht logisch. Der wird aber zu dir passen, der Vulkanier. Dankeschön. Irgendwie habe ich das jetzt geahnt, dass das jetzt kommt. Also ich bleib bei Ferengi. Ja, Onkel, nimm du den Vulkanier. Du bist so Aber der hier typische unten, was Spock. ist denn Alien da unten? Das ist doch fast ein Vulkan, aber was ist denn? Alien ist, da kannst du dir selber eine zusammenstellen. Das ist aber für Fortgeschrittene. Da musst du alle deine Fähigkeiten, glaube ich, selber zusammenstellen. Nö, der hat auch Fähigkeiten. Ja, aber die ändern sich dann, wenn du auch weitergehst.
Achso, gut, ich nehm einfach mal den. Ich kann mich nicht entscheiden. Komm, überleg noch. Ich geh mal davon aus, dass ich vielleicht weitermache und deswegen nehme ich mal einfach den Spock, um dass ich einfach weitermachen kann. So. Dann darf ich euch noch kurz was dazu sagen. Und zwar gibt es ja drei Bereiche. Und zwar Technik, Wissenschaft und taktisch. Und zwar geht es darum, Techniker ist ein Tank, ein Wissenschaftler ist der Supporter und der Taktischer ist natürlich der Damage-Dealer. Das sind halt so die drei Arten. Und das ist bitte nochmal auf Deutsch für Leute, die nicht ständig solche Spiele spielen. Also der Techniker heißt, du hältst viel aus, wenn ich jetzt mit dem Raumschiff, ich würde jetzt zum Beispiel den Techniker nehmen. Das bedeutet, wenn wir eine Raumschlacht machen zu dritt gegen größere Schiffe, gehe ich als in die Front und leite die Schüsse auf mich, dass die sich erstmal zu Tode ballern und ihr macht dann den Rest. Der Supporter, also der Wissenschaftler, wer von euch das sein möchte, unterstützt uns, der kann die Schilde schneller laden lassen, gibt Feuer, betäubt die Gegner, setzt die Kontrolle aus. Ich will sowas wie ein Soldat sein. Und das ist taktisch. Und taktisch ist halt, der macht nur Schaden. Du hast die übelsten Laser, du machst alles auf Laser. Du gehst also hinter mir und ballerst ordentlich, okay, dass er den kaputt Ballermann geht. Sein. Gut. Du musst jetzt nicht unbedingt den Wissenschaftler nehmen. Also du kannst natürlich auch zusätzlich noch helfen. Du kannst aber auch gerne den Bereich abdecken, wie du magst. Aber Supporter, ich sag mal, mit zwei Tanks oder zwei taktische sind wir schon gut dabei. Würde er auch den Techniker nehmen? Oder Technik? Also dann sind wir beide Tanks. Genau, ich nehme doch lieber den Drill, der passt besser dazu. Was nimmst du jetzt? Ich nehme den Drill. Also ich nehme den Techniker. Von Rasse. Ja, genau. Nee, nicht Techniker, du musst taktischer nehmen. Taktisch unten. Nein, ist doch taktisch. Ich hab mich versprochen, Mann. Ja, ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass wir drei Techniker sind. Dann denken die auch so, was wollen wir denn reparieren? Ja, man kann auch nochmal extra auf Aussehen gehen und kann seine Figur nochmal anpassen. Ist ja. Ja, das stimmt. Und Spezies, Karriere. Eigentlich steht immer was dazu. Soll ich das mal ganz kurz vorlesen, was bei der Technik steht? Ich würde sagen, jeder liest kurz den Bereich vor, ne? Oder wollen wir loslegen? Ich weiß ja nicht. Lies ruhig vor, da kann ich mir meine Figur noch genauer einstellen. Okay, hört bitte zu. Ich lese Techniker vor. Überlebensfähigkeiten. Unterstützung durch Generatoren und Kontrolle der Frontlinien, auf denen der Feind vorrückt. Der technische Offizier kann den meisten Schaden aushalten, indem er die Leistung seines eigenen Personenschutzschilds verstärkt und gleichzeitig sein Außenteam mit Energie Generatoren unterstützt oder das Vorrücken des Feindes mit abwehrenden Minenfeldern stoppt. Die Kampfstärke des Technikers wird durch Verbesserungen an seinen Waffen oder durch unterstützenden Feuer von Geschützturm und Drohnen erhöht. Bam. Boah, das ist so klein, da brauchst du ja 10 Brillen mit Zoom-Vorrichtungen. Warte mal, da kann ich ja eigentlich auch einen Mensch nehmen und den einfach anders anpassen. Würdest du dann, Onkel, kurz den Wissenschaftler vorlesen und dann kann ich mach gerade meine Figur. Okay, gut, dann lese ich den Wissenschaftler vor. Ach Gott, das ist ja wirklich klein. Wissenschaftsoffiziere schützen ihr Schiff und ihre Mannschaft, indem sie Gegner schwächen oder eine Zeit lang außer Gefecht setzen, indem sie Energiefelder erzeugen, indem Gegner Schaden zufügen oder diese anderweitig beeinträchtigen. Und indem sie ihre indem sie ihr Außenteam vor negativen Effekten schützen. Dank ihren Fähigkeiten, Gegner unmittelbar kampfunfähig zu machen, deren Kampfstärke und Widerstandsfähigkeit zu verringern und auf erlittenen Schaden durch schnelle Heilung zu reagieren, verfügen Wissenschaftsoffiziere über das größte Potenzial, chaotische Kampfsituationen rasch unter Kontrolle zu bringen. Die Effektivität eines Wissenschaftsoffiziers liegt in seiner Vielseitigkeit. Alter, das ist ja... Ich habe die 10 Nummern kleiner geschrieben. Und der Onkel hat ganz wenig vorzulesen. Schaden, okay, kaputt machen, bumm. Techniker, ach du Scheiße, was? Nein, taktisch, immer noch, Onkel. Meine ich taktisch. Doch, taktisch. Alter, Schadenzufügung im Kampf, verdeckte verdeckte Informationsbeschaffenheit und Truppentaktiken. Dem taktischen Offizier stehen viele Methoden zum Verursachen von Schaden zur Verfügung. Er kann ein Außenteam unterstützen, indem er Bedrohungen durch Feinde ablenkt oder indem er die Kampfstärke durch Taktiken und spezielle Gruppenbefehle erhöht. erhöht. Ich muss jetzt in den Bildschirm reinkriechen. Ja, geil, das ist so absolut das Richtige für dich. Kaputt machen. Jetzt hat's meine Figur verstellt. Was ist hier los? Warum nimmst du das nicht an?
Ach, ich muss auch okay, gut, ich habe meinen eingestellt. So, Aussehen. Oh Mann, ey. Ich will gar nicht so lange rum. Ja noch weiter. Boah, ich will gar nicht so lange rumfummeln, liebe Freunde, weil sonst wird das hier nichts mehr. Deswegen, ich habe jetzt eine übelst geile Frisur. Ich sehe. Beweg einfach mal ein paar Hebelchen nach rechts und nach links. Vielleicht wird es ja dann einigermaßen ordentlich. Den Namen noch eingeben. Ich sehe richtig schnuckelig aus. Okay, ach, da oben, ja, ganz wichtig. Name des Captains. Und wir müssen uns ja auch die Ränge erkämpfen und alles richtig episch. Ich freue mich. Was heißt denn Formel-Lella-Name? Was ist das denn, Vorname? Moment mal, wo kann man denn seinen Namen eingeben? Bin ich gerade blind? Weiter, Vorname und Nachname. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt überall Revano reingeschrieben. Ich heiße Revano heiße ich. Und wer seid ihr so? Schiffsname. USS, USS. Ach du Scheiße. Revanos. USS Revanos bin ich, korrekt. Biografie. Weiß ich, wie nenne ich mein Schiff? Ah, das muss ich groß schreiben. Oh, das wird lustig, Freunde. Trotzdem einfach Hardscope HD. Ja. USS, Schiffsname USS. Ah, da geht dann weiter auf Energie. Wenn ihr soweit seid, sagt ihr mir Bescheid, ja? Also ihr geht auf Aussehen, dann geht's auf Hintergrund, dann müsst ihr kurz euren Namen schreiben. Genau. Und dann steht da Energie und das blinkt richtig förmlich. USS. ich heiße USS Revanos. USS Gamercheck LP, hört sich da gut an. USS Kaputtmach. USS Kaputtmach. USS Kaputtmach. USS Pimmelkuppel, das ist doch gut. Biografie optional. Ich habe geschrieben Gamer aus Leidenschaft. Ich kam, lief, sah und siegte. Und stürzte. Ja. Energie, würde ich sagen, bin oder? Ich hier, so. Ich würde sagen, wir zählen runter. 3, bist du auch schon ready, Hardscope? Ja. 3, 2, 1, Energie! Machen Sie es so. Ladebildschirm. Wird geladen. Dö. Okay. Gerade Trainingstag. Ja, es kann sein, dass wir jetzt ein Tutorial machen müssen. Ich wäre dafür, eigentlich müssten wir es rein theoretisch machen, aber ich glaube, da sind wir getrennt. Oh, es kommt ein Video. Ich bin ruhig. Ich auch. After I left Starfleet, I made it my life's work to reunite the Romulans with their Vulcan brothers. For many years, I lived among them and waged a campaign of peace. Live long. 21 years ago, the star of the Hobus system went supernova and sent a wave of devastation across the quadrant. I promised to save the Romulan homeworld. I failed. The planets Romulus and Remus were destroyed. Countless billions were killed. My home, my friends, my life, all are memories. Time does not stop for one man, and neither does history. The chaos in Romulan space gave the Klingon Empire an opportunity to expand its territory. Jimpok, the Chancellor of the High Council, traded diplomacy for the tip of a blade. Only in battle, Jimpok says, is a Klingon truly Klingon. The Federation did its utmost to preserve its alliance with the Klingons, but war was inevitable. The Romulans want revenge for their lost world. The Dominion is rebuilding its forces. Now the Borg have reappeared, and the Alpha Quadrant balances on the edge of ruin. The fate of the galaxy rests in your hands. Geil.
Das war ja mal richtig geil gemacht. Boah, sehr leise, ne? War das bei euch auch so leise? Nice. Ja, aber ich habe es noch gerade verstanden. Darf ich noch kurz was sagen? Und zwar möchte ich kurz einblenden, dass der Spock, der Original-Spock von den ganzen Filmen, gerade die Stimme von ihm war. Naja, da klang ziemlich besoffen. So. Okay, willkommen bei Star Trek Online. Heute ist die, Heute ist Abschlusstag und sie werden bald ihren Trainingsflug antreten, bei dem die Besatzung. Zum Großteil aus Quartetten besteht. Alter, ist das klein. Das ist Wahnsinn. Ist dieses Tutorial. Genau, mach mal du. Dieses Tutorial wird Ihnen die grundlegende Steuerung in Star Trek Online erklären, einschließlich der Bewegung, des Kampfes und der Interaktion mit Charakteren und Objekten. Ja, ich werde euch auf jeden Fall alles sagen, was ich soweit weiß. So, also wir sind leider alleine. Erstens Optionen. Wo sind die Optionen? Alter, wie ist denn das hier aufgeteilt? Da ist schon eine Option. Ich bin jetzt schon mal vor zu der ersten Person gelaufen. So, weil genau, dann anquatschen. Auf jeden Fall gerne. Warten wir kurz, ich lese dann die vor. Untertitel, die Dings. Ganz kurz die Untertitel einschalten. Untertitel einschalten? Das wird doch hier ist doch an, die Texte sind alles die auf Texte Deutsch. Die Texte sind alles Deutsch, genau. Ja, aber die haben das doch, ach, da kam, komm, gibt's gar keinen Untertitel oder was hier? Nee, das ist alles komplett Deutsch. Das ist nur das Video, wenn das ist halt, ne, die haben halt nicht alles übersetzt. Also muss ich jetzt dann mit der Lautstärke leben. Okay, gut. Genau, Kadettin Elise Flores müsste ansprechen, da bin ich gerade. Und da steht dann was. Müssten wir eigentlich alles gleich haben. Wir sind leider im Tutorial, sehen wir uns nicht, danach aber. Deswegen würde ich sagen, machen wir es einfach zusammen durch. Ich hab's angesprochen. Und genau. Na endlich, ich habe schon fast gedacht, sie hätten vergessen, welcher Tag heute ist. Wie könnte ich? Ich habe doch jeden Tag des letzten Monats daran erinnert. Haben Sie Ihren Auftrag? Nee, das war so, ja. Bei mir sagt sie gerade, natürlich, ich war das Erste. Oh, bevor ich es vergesse, ich glaube, Ratzki ist da vorne. Er möchte Ihnen für Ihre Hilfe danken. Alter, sprechen Sie mit Kadett Ratzki. Fortfahren. Jawohl. Hier unten habt ihr halt eine Leiste mit 1, 2, 3, 4, das sind halt eure Fähigkeiten, aber das kommen wir später rein. Also Spiel ist steuerungstechnisch schon bei mir komplett durchgefallen. Echt? Also das ist ganz normal, das ist bei WoW, bei Star Wars, bei allen Spielen ist gleich mit W und A und D. Grausam. Leertaste ist Hüpfen und mit der Maus kannst du Objekte annehmen und so, also take it easy. So, ich spreche dich jetzt an. Du kannst aber Controller dran machen, ne Onkel? Immer noch. Also Xbox-Controller geht. Also hier... Ist das der Typ, der wo geradeaus vor ihm steht? Ja, Scott Nockes. Okay, Er sagt gerade bei mir was. Ja, bei mir auch. Okay, hier bitte, ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir hierbei geholfen haben und für all die anderen Male. Ich habe immer zu Ihnen aufgeblickt, Onkel. Ich hoffe, die Sternflotte weiß ihre Taten zu schätzen. Welches Schiff ist nun das Ihre? Mein neuer Posten wurde mir noch nicht zugewiesen. Komm, wir haben uns von so abgewechselt, ne? Ja, viel Glück. Bevor ihr geht, stattet Leutnant Fähre Bericht und nehmt euch eure Anweisung an. Ihr solltet T. Frall aufsuchen. Sie wollte mit euch sprechen. Sie wartet oben den Weg entlang. Finden Sie Kadett Travel. Travuddelwuddel. Okay, wechseln wir uns einfach ab, genau, perfekt. Rennen kann man auch, wenn ihr über Steuerung Shift drückt, dann rennt er wie ein Raketenwerfer. Also ich stehe vor ihr. Ja, ich auch, ich sehe es. Moment. Der Karte siehst du einen gelben Pfeil, da kannst du hin. Ich weiß, ich bin dort. Okay, ich auch. Also dann. Na toll, er kriegt hier wieder, guck mal, was er kriegt hier. Was er kriegt? Sie sagt Grüße. Aber ja, es war gut, dass ihr mich dazu ermutigt habt, den sprachlichen Test erneut durchzuführen. Ich hätte die ursprünglichen Resultate akzeptiert, obwohl ich an dem Tag nicht gut drauf war. Mein Wert hat sich um 12,8% beim zweiten Versuch verbessert und liegt nur in meinem Normalbereich. Nun kann ich sowohl als Wissenschaftsoffizier als auch als Kommunikationsoffizier dienen. Fortfahren. Morek möchte Sie nun sehen. Er ist dort vorne auf dem Weg. Lebe lang und glücklich. Sprechen Sie mit Kadett Morek. Fortfahren. Boah, das ist so geil, Leute. Ich glaube, die belustigen sich mehr an, wie wir vorlesen, als an dem Game, oder? Ihre Minikarte zeigt Ihnen, wo sich Missionsziele befinden. Oh, das ist nett. Darunter seht ihr Store, aber ich gehe nachher auf alles genauer ein. Jetzt bin ich gerade vor dem Kerl. Ich habe ihn Morek
Ich lese da mal vor. Da sind sie ja. Uns schon aufgeregt. Sobald wir den Trainingsflug abgeschlossen haben, sind wir voll einsatzfähige Fähnriche. Captain Taggart hat noch nicht alle eine Senior-Mitglieder benannt. Ich habe gehört, die verbesserte Phaser-Trainingssimulation lässt viele scheitern. Holten sie ihren Trainingsauftrag... Holten. Weil, weißt du das? Ja gut, die haben gut übersetzt, okay. Holten sie ihren Trainingsauftrag? Ja, aber bei mir steht Holten. Ja, ich weiß auch. Okay, ich habe jetzt auf Danke gedrückt. Ich auch, und jetzt geht's weiter. Genau. Holten. Ich dachte am Anfang, die meinten halten und denken mir gerade, hä, Holten? Ich sag auch nächstes Mal, ich holte meinen Kaffee. Ich holte jetzt genau. Meinen Kaffee. Holte meinen Kaffee. Ah, okay, jetzt geht's okay. Weiter. Leutnant Ferreros, seid ihr schon da? Also ich hab mal angeklickt, aber ich warte noch. Ich warte auch noch. What can I do for you? Du bist dran, Scope. Oh, guten Tag, Kadett. Was kann ich für Sie tun? Miau. Bin ich hier für meinen Trainingsflug? So, ich drück drauf. Korrekt. Sagen Sie mir Ihren vollen Namen und ich kann Ihnen Ihr Schiff und Ihre Position verraten, Onkel. Rivano EP. Mal sehen, Nanu, hier ist ein Vermerk, demzufolge Sie bei Captain Taggart vorstellig werden sollen. Er ist in dem Büro direkt hinter Ihnen. Und die, okay, Frage da, und die Frage darauf, gibt es ein Problem oder so ein Scheiß? Das müssen Sie schon ihn fragen. Melden Sie sich bei Captain Taggart. Fortfahren. Miau? Miau? Okay, ja, wir müssen rechts in den Fahrstuhl rein. Rechts? Und dann klingeln, da steht auch eine Uhr, die wird angezeigt. Ein Schalter von dem Fahrstuhl. In den Fahrstuhl? Aua, der hat mich ich bin umgefallen. Kommen Sie, ruft er. Klingeln. So, ich bin im Büro drin. Wie sieht's bei euch aus? Ich klingel gerade. So, kommen Sie, jetzt will ich auch rennen. Wer ist eigentlich dran? Ich hab keine Ahnung, ich lese mal vor. Kadett, achso, okay. Nein. Kadett, Sie wollen mich sehen? So, jetzt ist er wieder dran. Das habe ich. Ich habe Ihre Fortschritte hier in der Sternenflottenakademie verfolgt und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Danke, Captain. Es ist mir allerdings aufgefallen, dass Sie nie das Phasentraining für Fortgeschrittene durchlaufen haben. Phasertraining. Ach, Phasentraining. Ey, die Schrift ist so klein. Okay. Der Kurs war... mein Verständnis nach optional? Was? Dieser Kurs, mal, wie war meinem, dieser Kurs war meinem Verständnis nach optional. Sag mal, wie bist du der Captain geworden? Es ist wirklich so ein großes Hindernis. Mein Verständnis nach hat ein Großteil der Klasse diesen Kurs nie absolviert. Also ich würde sagen, in Deutsch gibt es eindeutig eine 4 hier. Ja, was hast du jetzt eigentlich genommen? Das Gelbe oder das Untere? Ja, das Untere. Okay, dann klicke ich auch das untere an. Der Kurs muss von jedem Mitglied meiner Brückenmannschaft... Achso, Entschuldigung. Der Kurs muss von jedem Mitglied meiner Brückenmannschaft absolviert werden. Keine Ausnahmen. Nicht einmal für die Person, die ich zu meinem ersten Offizier mache. Sagten Sie erster Offizier? Ja, Kadett, das sagte ich. Wie gesagt, ich habe sie mir genau angeschaut. Aber ich habe es mir nicht nur zur Angewohnheit gemacht, Regeln zu brechen. Daher will ich, dass Sie diesen Kurs durchlaufen. Ich werde meinen taktischen Offizier den Kurs für Sie vorbereiten lassen. Ihr taktischer Offizier, Sir, wer ist das? Oh, viel Spaß. Oh, ich denke, sie dürfte Ihnen bekannt sein. Es ist Elisa Flores. Ihr Studienkollege während des größten Teils ihrer Zeit hier. Sie selbst ist auch eine exzellente Kandidatin für den Posten. Es wäre auf eine Entscheidung zwischen Ihnen und ihr hinausgelaufen. Wäre da nicht Ihr problematisches Führungszeugnis? Sie wartet auf dem Campus auf Sie. Ich möchte, dass Sie mit ihr reden, um den Kurs zu starten. Sobald Sie den Kurs durchlaufen haben, werden wir uns wieder unterhalten. Fortfahren. Wer geht denn gerade jetzt eigentlich? I'll tell Flores to meet you out of the port. Ich sage Flores Bescheid, dass ich Sie im Quartier treffen soll. Sprechen Sie mit ihr, um das Phaser-Training zu beginnen. Wir sprechen uns, sobald Sie damit durch sind. Sie dürfen gehen, Kadett. Treffen Sie Alice Flores im Quartier. Jawohl, Sir! So, meine Freunde, aber bevor wir zu der Alten dahin laufen, macht der Rivano erstmal den Part zu Ende.
Ja, liebe Freunde, das war's mit dem ersten Part. Ihr seht schon, es wird sehr, sehr mega lustig. Und ja, ihr seht schon, das wird auch, glaube ich, ein langes angezockt, weil man hat hier wirklich viel zu lesen, bevor es richtig losgeht. Aber mir macht's echt Spaß und ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Und dann bedanke ich mich an den beiden und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann, euer Vano. Ciao. Tschüss.